Der Elektriker Andreas verursachte beim Schalten einen dreipoligen Kurzschluss. Dadurch entstand ein etwa 7000 Grad heißer Störlichtbogen. Dieser Unfall hätte vermieden werden können, wenn der Auftrag klar geregelt gewesen wäre. Die lebenswichtige Regel 1 lautet: Wir arbeiten mit klarem Auftrag und wissen, wer die Verantwortung trägt. Dafür braucht es eine gründliche Arbeitsvorbereitung und Beurteilung der Risiken. Eine verantwortliche Person muss definiert werden. Diese ist für die notwendigen Schutzmaßnahmen und die sichere Ausführung der Arbeiten vor Ort zuständig. Bei unklaren Aufträgen müssen die Arbeiten sofort gestoppt und der Vorgesetzte informiert werden. Ist in deinem Betrieb der Arbeitsauftrag immer klar geregelt? Besprich dies mit deinen Vorgesetzten.